Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Jules Geschichte Nummer 4 erledigt. Und ja, wir sind Celsius begegnet, haben gegen Celsius gekämpft. Wir suchen einen Ort für Celsius. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Aufträge zu tun. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Egal, wird aber wahrscheinlich so sein, genauso wie bei Leia damals. Und ja, wir sind in Laurent und müssen hier irgendeine Mission machen. Und wir gucken uns mal an, wer der Mission von uns haben will. Ich tippe ja einfach mal auf Leia. Aber könnte ja jeder sein. Elise! Sehr schön. Elise Geschichte vorsetzen, natürlich. Elise Kapitel 3, unerwiderte Gefühle. Wart. Aber nicht von mir. Hey! Chancellor of Olympias is here in Laurent. Wirklich? Was macht ihr in Laurent? Wirklich? She's touring Rise Maxia on a campaign to improve cross-cultural relations. I was quite surprised myself. After all, she's only just recovered from the ESS balloon incident. I sure hope she has a good time here. Just one bite of works. Cooking ought to do it. Now, speak of the devil. Like der Vater von links, ne? Ja. The Chancellor's group has been attacked. What? If only Sonya had stayed at the lodge. Warwick, calm down and tell me exactly what happened. The Chancellor had planned to eat at the lodge, but then a group of Olympians burst in and grabbed her. They spirited the Chancellor away and said they'd kill her if we didn't meet their demands. Exodus is behind the attack. They're demanding freedom for members captured. Why won't they just give up already? We have to save the Chancellor. We spotted them fleeing into the old Vakal mine. Perfect. We're in a race against time here. Den schnappen wir uns. So. Passt ja eigentlich perfekt, weil die beiden müssen noch ein bisschen Zeit in Verbindung verbringen, damit ich wieder einen Titel bekomme. Ja, ich weiß, ich hab's irgendwie mit dem Titel. Lass mich! Okay. Sehr gut. Verdammt. Ja, ein paar Dinger müssen wir ja noch erledigen, stimmt. Was war mit meiner Katze? Habe ich die schon? Jo. Vikalmine. Perfekt. Im Museum muss ich noch einmal Teleportation einsetzen, dann krieg ich schon wieder eine Trophäe. Bams. Ich weiß, das interessiert alle ungemein. Mich auch. So, und da ist schon direkt was sehr schön. Könnte eine kurze Episode sein, vielleicht. Chancellor, thank goodness you're safe. It's you. I somehow managed to slip away in the confusion. But my colleagues weren't so lucky. They're still being held. I understand the culprits are Olympian. I'm afraid so. Remnants of Exodus. I see. Chancellor, please allow the Rise Maxian government to handle the rescue. May I ask, why do you have children with you? Was? Hildegard, hier zum Team. Bams. Team? Wait, don't tell me you intend to involve them in the rescue operation. Hey you, don't tell Elise Short! I am fully capable of helping. Yeah. The young miss is a gifted spirit arts user. She is a great asset to Rise Maxia. Elise. Well, it is not my place to second guess you. But these terrorists place little value on human life. Please be careful. Ach, wir hätten schlimmer was. Don't worry. Wait, that's the ringtone that I gave to Luna. No way! You're in Luna! Elise's pen pal is Chancellor Marcia? King Gaius. Yes, Your Majesty. I am safe. I'd like you to know. Gaius hat von alleine geschafft, das Handy zu benutzen. Is about to give those terrorists what for? Are you
okay with this plan? Yes. Leave everything to us. Hey, ist auch gut. Und auch ein bisschen gruselig. Chancellor Marcia. No, we can't be. Es ist irgendwie gut, aber auch verdammt gruselig. Perfekt. Elise baut nur noch 2 Herzchen. Und da schon direkt. Wahrscheinlich kommt jetzt voll der lange Kampf oder so. Weiß ich nicht. Boss auf jeden Fall wieder, ne? Es gibt verdammt viele Bosse hier. Verdammt gute Bosse. Warte mal, komm mal her. Ganz schnell, ich möchte mal kurz die Teleportation machen. So, hier, roll. Komm mal her, greif mich mal an. Bam. So, Trophäe gewonnen. Dabei müssen noch ein bisschen verbunden bleiben. So, komm mal her. Okay, Pistolen, Mann, ne? Eigentlich müsste ja Elise steuern, weil es Elise Geschichte ist, aber also sowieso bei einigen Charakteren schon vermattelt. Also lass mal das. Ach, greif mit Schwertern an. Ich sollte vielleicht wieder das eine Schwert hier ausrüsten, das bessere. Vielleicht habe ich ja noch wegen Dingens hier Celsius ausgerüstet gehabt. Komm mal her. Oh no, fast ganz gesteuert den Roll. So, das waren. Well done. You're such a good boy. I could get used to this. Habe ich auch noch nicht gesehen, die beiden. An old dog can learn new tricks. I love getting stronger. Okay, auch ein komisches, sehr komisches Team. Freundschaft zu Rowan wächst. Und nicht zu Muse. Wegen Muse habe ich sowieso ein bisschen Angst. Ich habe jedes Mal irgendwie Angst, dass sie mit irgendjemandem rummachen will, egal wen. So, Elise, Ja. Ich wollte schon sagen, halt der Gentleman, die irgendwie. Na. Get us some reinforcements already. Marcia may have given us the slip, but we still have hostages. They hung up. Damn it. There goes our plan B. This is not good. Not good at all. Keep it together. I'm trying, but how long can we keep this up? If we don't figure this out, our captured comrades are as good as dead. They're comrades? Shall we? We'll be taking those hostages, thank you. Over our dead bodies. Das war der Plan. okay, ich wollte schon sagen. We must claim victory. They have pirates. Be careful. Right. Ich muss noch ein paar Mal dir was einsetzen. Au, ist gut. Ah, was? Wo bin ich? Okay, so. Verdammt! So. Mach's doch fertig. All finished. Scaring around. Rowan, are the members of Exodus? All youngsters? Yes. They don't look like bad people to me at all. Oh. You've lost. Do the noble thing and release your hostages. Damn it. We failed. Why would you do this? Our comrades, they're going to be executed. We couldn't just let them die. You did it for your friends? And we lost.
Please, make our deaths quick. I beg of you. Okay. No one's going to kill him. Right, Rowan? Rowan's the Prime Minister of Risa Maxia. He won't let your friends die. I wish. It doesn't matter anyway. We'll be tried in Olympias. Olympians must face justice in Olympias, and Rizomaxians in Rizomaxia. Some leper in Rizomaxia. Those are the terms of our treaty. Neither nation has any jurisdiction in the other's territory. And the penalty for terrorism in Olympias is execution. But Chancellor Marcia would never allow that. She's gentle and kind. Yeah, don't worry! Can you promise we'll be spared if we decide to surrender? We shall negotiate for you. Don't you worry. I know she'll understand. You guys were only looking out for your buddies. I doubt she'll give squat about that, but I don't have any fight left in me. We surrender. Ist er sicher bei dieser Sache? Ist das denn wahrscheinlich, Rowan? Ja, ich weiß jetzt nicht so positiv. Ist das denn wahrscheinlich, Rowan? I would not bet on it. Okay, ich gleich Release, egal. In any case, let's head back and meet with the Chancellor. Ah. Beziehungen zwischen Olympias und Risa Maxiana. Oder Risa Maxia. So. Wollen wir kurz gucken, was brauche ich eigentlich nur so für Gegenstände? Auftrag. Liefere Windmühlenmodelle. Besiege Gentleman. Besiege Windmühlenmodelle. Wo kriege ich denn Windmühlenmodelle? Ne? Ja. Windmühlenmodelle, achso, Städte. Pff. Windmühlenmodelle, nochmal. Schweinchen, und die brauche ich auch, glaube ich. Bams. Da mache ich denn jetzt schon wieder nichts drin, ey. Select. Bams. So each country has jurisdiction over its own citizens. I had no idea it worked that way. We're still quite far from our ideals, but little by little, we're putting things in order. When trying to get two different countries onto the same page, it's important that such rules be clearly spelled out. So is that your job? Studying the art of making friends? That's certainly one way to put it. I use my decades of accumulated old man wisdom to try and make people get along with each other. Not too shabby for someone your age. So the more people get along, the happier everyone is. Well, no one's better at making friends than Tipo and I. Is that right? I'd be happy to see you try and prove it. You just watch. We'll make 100 new friends. We'd better get to work on a strategy, Tipo. As the Prime Minister of Rize Maxia, my job is studying the art of making friends. I can't help but envy the way those two see the world. Ja. Sehr schön. Bams. Es wird immer mehr, immer mehr. Wo ist die Kanzlerin? Ein Gebiet zurück, ne? Wo ist die? Nerond? Wo ist die? Okay, dann muss ich mal so zurück. A negotiation with Chancellor Marcia. Ja. Wie sich wohl Elise fühlen muss, wenn sie so, ja, weiß, dass ihre Brieffreundin ist, oder ja, nicht Brieffreundin, aber weit entfernte Freundin ist, die sofort irgendwie sagt, nein, das ist gefährlich, lass das lieber und so. War ich hier schon drin? Nein. 10.700 Gold. Bams. Voll wenig haben wir noch. Das ist aber außerhalb von dieser Höhle anscheinend. War direkt da.
Da wir nicht noch irgendwie in den Kampf kommen oder so. Okay, sieht gut aus. You managed to trounce the terrorists. Elise, was it? Are you hurt? No, I'm fine, Madam Chancellor. That's a relief. But I wanted to know. Madam Chancellor. Dispose of the surviving terrorists. At once, ma'am. Dispose? What do you mean by dispose? A matter of Olympian justice, child. None of your concern. Oh, we're concerned! They were only trying to save their friends! Chancellor Marcia, the terrorists surrendered of their own accord. I would think that merits leniency. Let's be clear. Is this an official request from the Prime Minister of Risa Maxia? Because such a request would certainly raise serious diplomatic issues. No, Madam Chancellor. That was not my intent. Laws exist for a reason. Ignore one, and we risk a descent into chaos. The government of Olympias does not show leniency to terrorists. But you're the Chancellor! You can do whatever you want! It is precisely because I'm the Chancellor that I must ensure justice is served. This is your cue to say something, Beardo! Unfortunately, showing leniency to terrorists often only leads to more terror. History has shown this to be true. But I made a promise to the Exodus members. A childish decision. Chancellor, we're ready. All this excitement has pushed us way behind schedule. We must be going. This is horrible! How can you be so cold-hearted? Why? Why wouldn't she listen to me? Ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst, ja. Ja, ich meine, das hat ja die Freundin von der. Wenn sie wüsste, hat sie die Freundin ist von. Ja, wenn sie das wüsste, hätte sie wahrscheinlich auf sie gehört. Wahrscheinlich wusste sie ja gar nicht, dass Elise ein Kind ist oder so. Weil dann wäre es ja recht merkwürdig. Ziel Outfit 2, ja, das war das Grüne, ne? Yay! Sehr schön. Sieht aus wie eine Prinzessin. So. Friendship. I don't get Luna at all. Oh, seltenes Viech. Verdammter Dreck! You sure? So, komm mal her. Was? Ach da. Komm her, du! Warum? Fireball, dich. Was? Warum kommt denn auf einmal mehr? Wollte schon sagen, das hier wollte ich einsetzen. Habe ich noch nicht Dingens? Natürlich habe ich doch Dingens, ey. Flutwelle, ja, hier. Nee, nicht Feuerkugel, hier. Tidal Wave. Jose, hilf mir mal. Symphony of Spirits. Tidal Wave. Sehr gut. Oh, geil. Hier so ein Mini-Feuerball. Mit Dampf, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Whee. Das sah merkwürdig aus. Boah, ich habe bei ihnen fast gar keine Angriff noch eingesetzt, ey. Warum sind die so schwer zu erledigen? Mach die doch mal platt. Ich muss ja in den Kampf reingehen oder so, ne? Warum habe ich denn immer noch Dings? So, Bams, komm her. Bams. Komm, wechsel ich zu Luca. Sind wir alles gut, ne? Komm zu dich. Potsch mich mal hin.
Link, charge! Sweetheart! Victory dance! Ah, jetzt aber. Immer noch nicht. Mann, da ist ja immer noch einer. Wo kommen die da her? Wo haben sich diese Viecher die ganze Zeit verkauft? Da ist ja immer noch einer. So, du bist jetzt dran. Wieder kommt gleich noch einer. Auf! Destruction! Total zerstört, Mann. Verrückt doch mal. Ey, das gibt's doch nicht. Danke. Die Reaktion immer wieder sehr schön. So, dann gehen wir mal nach. Ja. Wohin? Ich muss noch ein paar Gegner hier vernichten. Riesige Gentleman zum Beispiel. Ist ja gut, Stromteilwiese. Gehen wir mal da rein einfach. Ganz schnell machen einen fertig. Ist ja gut, Stromteilwiese. Ist ja gut, Stromteilwiese. Hier. Vielleicht mit irgendjemand anderen außer den dreien. Wo ich die Beziehung noch aufbauen kann. Zum Beispiel Elvin und Leia, die einzigen, die noch übrig sind. Wie viel habe ich jetzt schon wieder mit Elise? Was zum? Okay. Ups. Okay, dann. Bams. Ja. Nehmen wir schnell einen Gentleman fertig. Den hier. Den schnappen wir uns. Den Slenderman. Ich habe mal in echt irgendwo einen Slenderman gesehen. Aber ich war auf dem Friedhof. Jetzt weiß ich nicht, weil ich auf dem Friedhof zu suchen hatte. Da war irgendwie so ein Slenderman am. So eine Mauer am Laufen. Das war richtig gruselig. So. Gehen wir die Mission schon mal ab. Und dann machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, ein Elite-Monster fertig. Sind nur noch eins übrig. Und ja, dann, weiß ich nicht, machen wir danach dieser Story weiter. Dann habt ihr sie nur noch viel. Die Lichtpilzsporn, die brauchen wir auch noch. Warum habe ich die nicht jetzt? Weiß ich nicht, Silbersiegel, verdammt, verdammt. Hier, meine Güte. Illusionsgewand, sehr schön. Wie sieht das aus? So. Für Elise oder Muse? Elise natürlich. Verdammt. Verdammt. Resistenz gegen Verwirrung, okay. So, dann. Ich brauche einen Speicherpunkt. Geh zurück, ist ja gut. Stromteilwiese zurück. Die da war, nicht hier. Und. Nee. Was? Was ist denn hier? Insektenhorn, sehr schön. Gehen wir nach Hamel. Meine Güte, da weiß ich wenigstens, wo ein Speicherpunkt ist. Ist meine Katze zurückgekehrt? Nein, okay. Aber in der nächsten Folge. Speicherpunkt. So viel dazu, ich weiß, wo ein Speicherpunkt ist. Ich würde sagen, ich mache dann hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenoblade 2. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.